Es wird Zeit, mich den Riesen zu stellen, glaube ich. Ich habe hier oben das Dach jetzt erforscht, mit dem Aufzug da hochgefahren, da eigentlich soweit alles gemacht, so wie mir das auffiel. Jetzt muss ich mal gucken, wo es hier weitergeht. Okay, da geht es nicht weiter. Die Tür habe ich vorhin aufgemacht. Ah, genau, jetzt komme ich hier zurück in die Kathedrale. Die nicht mal eben klein ist. Kann ich hier rein? Ist eine Geheimtür? Geheimtür! Nein, keine Geheimtür. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Da bin ich jetzt bei den Riesen. Soll das mal hier... Wie ist mein Gewicht? 64,9. Ah, ouch! Hallo! Bin ich vielleicht gerade im Inventar? Ist das vielleicht nicht okay? Ich wollte gerade gucken, wie es mit meinem... Das anlegen kann. Ich kann die neuen Handschuhe anlegen, die Kathedralenstulpen, Kathedralenritterstulpen. Sieht man jetzt nicht so wahnsinnig viel von, sondern coole Ritterhandschuhe. Ja, der hat noch diese zwei, dann werfe ich mal eine Brandbombe. Ich will hier alles ein bisschen clearen drumherum, bevor ich mich mit den Riesen prügel, weil besser ist besser. Alle drei will ich nicht auf einmal am Hals haben, deswegen versuche ich jetzt erstmal gleich die beiden Sklaven, Diener, Diebe, was auch immer, einzeln zu pullen. So. Da krüppeln sie wieder hinterher. Okay, hier sind noch ein paar Hebel. Was die genau machen, will ich mir noch anschauen. Ja, das ist das Einzige, was ich beim. Was ein bisschen nachteilig beim Breitschwert ist, was ich sonst sehr gerne mag, ist halt die geringe Reichweite. So, wo ist er jetzt hin? Ah, da. Versuche ich gleich mal den Kampf mit dem Backstep zu starten. Paar schnelle Schritte gemacht, hat er mich schon gehört. Ah, okay, schade. So, komm. Ah, keinen richtigen Backstep gelandet, schade. Komm, lass einen Teil deiner Rüstung fallen. Ich will so gern deren Rüstung haben. Die ist echt cool. Aber wollen sie mir nicht geben. Oh, moin. Andermal. Tschüss. Ich bewege mal den Hebel, mal gucken, was da passiert. Hier ist er gar nicht. Hier wird immer schön voll gekotzt. Wenn ich vorbeigehe, den vorbeigehen natürlich nicht. Gucken, was da passiert. Ah, oben eine Brücke. Oder ein Weg, den ich jetzt nehmen kann, möglicherweise. Und wo der Dicke vielleicht nicht durch kann. Dann kann ich ihm auf die Füße hauen und einfach gehen. Das ist ja super. Dann guckt der doof. Das gefällt mir. Dann räume ich, wie gesagt, erstmal hier die Trash-Mobs drumherum weg. Kommen. So. Hier schon so guckt.
Ich will erstmal hier unten alles soweit. Da kam ich ursprünglich her, oder? Ich will den Ritter ganz gerne mitnehmen, weil ich immer noch hoffe, dass die ein bisschen was von ihrer Rüstung droppen. Ja, genau du. Okay, jetzt hat er gleich schon. Ob Dreierangriff? Das kam nicht so gut. Okay. Ups. Nein, das ist schlecht. Das mit dem Kleinen muss werden. Noch ausgewichen. Anscheinend nicht erfolgreich genug. Okay, komm, drop was, drop was. Ja, mein Luck wäre jetzt halt auch nicht besonders hoch. Kann ich mal was droppen? Mag er nicht. Ich hätte am Anfang mal was in Lack packen sollen. Okay, hier unten mal das. Kenne ich schon hin. Das ist dieses komische Spinnen. Der Spinnenhund. Und hier geht's auch noch weiter. Ja, weißt du was? Jetzt hier Schluss mit dem Rumgeeier. Das ist nicht zum Spaß hier. Schön, dass man hier nur so langsam gehen kann. Ach Mann. Das ist ätzend. Ich kann nicht rennen. Okay, dass man nur so langsam gehen kann, ist ziemlich ätzend. Er hat mich schon bemerkt. Er dreht sich aber so putzig zu mir um, aber er greift noch nicht an. Ups. Das ändert sich jetzt gerade. Ausdauer ein bisschen, die Regeneration. So, schön die Achillesferse finden. Und wegrollen, wenn er gerade einen Tritt macht. Autsch. Da hat er mal ausgeholt. Man kann nicht laufen. Wegrollen. So knapp. Ja, geschickt. Immer ausweichen. Weg hier. Puh, das war knapp. Ich habe keine Ahnung, wie viel HP der noch hat. Aber ich will jetzt auch nicht hochgucken. Ah! Okay. Ich habe meinen rechten Fuß. Am rechten Fuß habe ich es richtig gegeben. Hat ein bisschen gedauert, oh mein Gott. Na, die Tür, glaube ich, kenne ich jetzt, die ich hier aufmachen kann. Große Tyranitscherbe, jawohl. Und Jaureküchlein. Die kennt man noch aus Dark Souls. Die Jaureküchlein. Wo sind sie? Wo sind sie versteckt? Da, Jaureküchlein. Getrocknete Fäkalien, feucht im Innern. Noch frisch. Auf Feinde werfen, steigert die Toxizität von Feinden, aber auch die eigene. Die Fäkalien sind wegen ihres Gestanks zwar sehr unangenehm zum Transportieren, geht, doch das Toxifizieren eines Gegners fügt ihnen eine Zeit lang hohen Schaden zu. Und oder verbinden mit Fäkalien vielleicht schöne Erinnerungen, vielleicht aber auch nicht. So. Jetzt ist der weg. Die respawnen auch nicht, würde ich mal von ausgehen. Das heißt, oben kann ich jetzt auch ein bisschen entspannter lang gehen. Schön durch die Jauche rollen. Wo mache ich eigentlich nur eine Fett? Ich dachte gerade, es fühlt sich jetzt so an hier, als würde man nur noch langsam, aber man wird einfach eine Stufe verlangsamt. Man bewegt sich langsamer und man kann nur langsam rollen. Oh.
Coolio. Kapuze einer Maid. Die weiße Kapuze einer reisenden Maiden. Unabhängig von ihrem Rang ist sie Teil ihrer Tracht. Sie ist weich und von guter Qualität. Für die Schlacht eher ungeeignet, leider. Aber manchmal ist es ja auch wichtig, wenn man mit jemandem redet, was man anhat. So, raus aus der Soße. Erstmal die Tür aufmachen. Dann habe ich mich jetzt den Durchgang zum Feuer relativ... Das müsste hier oben an der Treppe sein, wo hinten die Leiter runterführt. Nee. Ah, dann da unten. Noch eine Doppeltür, warum auch nicht. Gut, wenn ich von der anderen Seite gekommen wäre, dann hätte es ausgesehen, als hätte ich hier einen Boss. Ah nee, okay, es ist woanders, als ich gedacht hätte. Ich bin doch nicht da rausgekommen. Heiligen Zweizack. Okay. Heiligen Zweizack, da. Ein silberner Zweizack verziert mit einem heiligen Symbol, der früher vom heiligen Klimt verwendet wurde. Er legt die Waffe ab, die sich aus dem Glauben ihres Trägers nährt, nachdem er schon seinen eigenen Glauben verloren hatte. Vorstoß. Ein Speer. Habe ich nicht genug Glauben. Glaube ich nicht genug. Hier sind wir. Okay. Unten ist der Sumpf. Sehr interessant. Heimatknochen. Extrem cool. Aber ich hätte gedacht, dass das schon hier noch irgendwo hinführt. Ist jetzt hier wirklich nichts? Rechts und links versperrt jeweils von... Und da geht's wieder rein. Hinten ist ja noch der andere Riese. Den habe ich jetzt aber ganz gut besiegt eigentlich. Bin ich einigermaßen zufrieden mit mir. Ja, dann mache ich hier mal eine kurze Pause und erkunde dann demnächst da hinten den Bereich. Da ist noch ein Riese, da liegt noch genug Zeug rum. Und ich will auch noch, da gibt es noch ein paar Nebengänge und ich glaube, es gibt noch einen direkten, es müsste noch einen direkten, eine direkte Abkürzung irgendwie geben, wenn ich das Tor aufmache. Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Also viel zu tun, wie immer. 17.000 Seelen reichen dann auch für ein Level-Up und, alles das in der nächsten Folge. Bis dann.